Super! Yolo Trophy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Spoiler Video zu der Folge 125. Aber bevor das Ganze anfängt, falls ihr es verpasst habt, ich habe heute ein sehr wichtiges Video hochgeladen zu dem kommenden Ende von Dragon Ball Super bzw. Pause. Für mehr Informationen zu diesem Thema, schaut auf jeden Fall das Video an. Ich werde das in der Videobeschreibung verlinken und hier bei dem i, dann könnt ihr das abchecken. Nichtsdestotrotz geht Dragon Ball Super weiter, das Videokraft ist heißer denn je und die Spoiler sind hier und zeigen etwas sehr interessantes und deswegen fangen wir an. Die Spoiler wurden natürlich übersetzt von Herms auf Twitter, wie immer. Also, Dragon Ball Super, Folge 150. Majestätisch, Geburt des Gott der Zerstörung, Toppo. Toppo lässt heftige Schläge bzw. Ki-Geschosse auf die Kandidaten von Universum 7 runterregnen. Es sieht so aus, als ob Toppo von der kombinierten Attacke von C17 und den Universum 7 Kämpfern besiegt wird. Jedoch genau da, wo es am schlimmsten für ihn aussieht, beginnt etwas Komisches mit Toppos Körper zu geschehen. Also, erstmal, wir wissen nicht, ob es Schläge sind oder Ki-Geschosse, aber ich denke, Toppo wird einfach Ki-Geschosse so einen Justice Flash halt abfeuern und dann die ein bisschen abfacken. Das wird aber nicht sonderlich mit reinspielen. So, hier steht die kombinierte Attacke von C17 und Universum 7. Das könnte aber auch nur für C17 und Freezer deuten. Also, wie gesagt, die Spoiler sind immer ein bisschen komisch geschrieben. Das sind auch die koreanischen Scans, nicht die richtigen. Also, die sind schon richtig, aber die japanischen Scans werden wahrscheinlich ein bisschen mehr liefern. Aber ich denke nicht viel mehr. Ansonsten schneide ich irgendwas rein oder sonstiges. Aber ich denke, da wird nicht viel dazukommen. So, also, wir sehen, dass Toppo angreift und dass Toppo dann irgendwie von Universum 7 angegriffen wird. Und das Ganze so scheint, dass Toppo kurz vor dem Aus ist. Aber bevor er beim Aus ist, bevor er rausfliegt, bevor er K.O. geht quasi, geht er noch eine Art Wandel durch. Sein Körper verändert sich und das ist schon mal sehr interessant. Und zwar spricht das Ganze eine wirklich gerechte Toppo-Transformation an. Die Frage ist, wird das Ganze so sein oder wird er im Endeffekt nur rot leuchten durch seine Aura? Wir sehen ja bei Jiren die Aura, wir haben in der Folge 124 die Aura von Dösbo gesehen und in der Folge 125 könnte dann die Aura von Toppo zurückkehren. Mal sehen, ob er dann was machen wird, was specialmäßig sein wird, ja oder nein. Das Ding ist, man könnte es nochmal episch verpacken, nochmal stark verpacken. Das würde auf jeden Fall auch nochmal für Toppos Stärke sprechen und Geburt des Gott der Zerstörung Toppo. Ich habe crazy Theorien gelesen unter meinem Video, da hat jemand gesagt, okay, was ist, wenn ja, Wermut im Tunnel der Kraft den Titel an Toppo weitergibt und der dann quasi der Gott der Zerstörung ist, der dann auf die Tribüne geht und Wermut dann für ihn kämpft, weil er ein normaler Kämpfer ist, aber Hut ab für diese wirklich interessante Fantheorie, aber das wird auf gar keinen Fall passieren. Wir haben es also so, dass ich denke, dass Toppo einfach seine Ambitionen preisgeben wird und zeigen wird, was es heißt, ein Gott der Zerstörung zu sein. Deswegen wird er hier vermutlich 100% gehen und seine wahre Stärke zeigen. Also kann das nochmal sehr interessant werden. Frage ist aber auch noch hier, mit dem Ende oder mit der Pause von Dragon Ball Super, also mit der erstmaligen Pause von Dragon Ball Super, wie es dann weitergeht, weiß man nicht, aber die Serie an sich wird erstmal ein Ende finden. Haben wir es natürlich, dass wir in Turnier der Kraft nur noch 131 bis 133 Folgen haben, ich glaube aber eher 131 Folgen und da ist halt die Frage, okay, wie viel Zeit hat man für Toppo, wie viel kann man machen? Deswegen denke ich, Folge 124 wird die Dispo-Folge sein mit dem Cliffhanger mit Toppo, Folge 125 wird dann die Toppo-Folge sein und dann Folge 126 könnte sich auch noch um Toppo drehen, aber dann ab der zweiten Hälfte von Folge 126 bis ungefähr Folge 130 oder 131 wird dieser Endkampf vom Turnier der Kraft stattfinden. Also denke ich, dass Toppo diese eine Highlight-Folge haben wird und mehr nicht. Die Frage bleibt hier auch nochmal, von Gohan wird überhaupt nicht gesprochen in den letzten Spoilern, deswegen möchte ich nochmal sagen, es heißt nicht, dass er raus ist oder so, aber es kann schon gut sein. Mal sehen, die Zeit wird knapp. Ich bin sehr gespannt, wie Gohan jetzt das Ganze im Turnier der Kraft machen wird, was er überhaupt tun wird, was seine Rolle ist, ob er überhaupt noch richtig gut eingesetzt wird oder ob wirklich das gegen die Namekianer schon das Highlight gewesen ist. Also Gohan ist momentan in einer Situation, wo es sehr interessant ist um ihn. Und die Frage bleibt auch, wenn Toppo dann wirklich auftrumpft und zeigt, was seine wahre Stärke ist, wer haut ihn raus? Wird man C17 einen starken Moment geben? Ich denke eher nicht. Ich denke, C17 wird als quasi Opfer gebraucht, um Toppos Kraft zu demonstrieren. Das könnte aber auch mit Gohan passieren, also je nachdem muss man dann nochmal abwarten. Freezer wird auf jeden Fall nicht rausfliegen, nicht in der Folge 125, in der Folge 126 könnte es der Fall sein, aber ich denke, Freezer wird noch eine kleine Weile länger drinnen bleiben und Vegeta könnte diesen Kampf gegen Toppo auch eingehen, denn die Folge 126 heißt, selbst einen Gott übertreffend Vegetas lebensriskierende Attacke. Deswegen könnte er gegen Toppo kämpfen. Goku könnte sich mit Jiren beschäftigen und Vegeta könnte Toppo raushauen, schwer verletzt sein und dann vielleicht auch rausfliegen durch Jiren oder auch durch Toppo eine Art Doppel-KO. Also Vegeta wäre ja auch nochmal vom Plot technisch her sehr sinnvoll, denn wir sehen Vegeta, der aufgetrumpft hat und wir sehen Toppo, der aufgetrumpft hat und beide waren die Charaktere, die einen Kampf gehabt hatten, wo Toppo gesagt hat oder angedeutet hat, dass die beiden die zweite Geige sind. Beide zweite Geigen in Anführungszeichen
Anführungszeichen, kommen nochmal stark daher, powern sich auf und sind wirklich nochmal hier auf dem höchsten Level und kämpfen dann nochmal gegeneinander und dann fliegen beide raus. Wäre ein Szenario und wenn C17 und Guan dann auch rausfliegen, Dyspo wird ja zu 100% eigentlich in der Folge 124 rausfliegen, haben wir das Szenario. Goku, Jiren, Freezer. Das Szenario von Dragon Ball Heroes, was ziemlich wahrscheinlich ist. Also, Turnier der Kraft, sehr, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze auslaufen wird. Denkt ihr, Toppo wird sich wirklich transformieren, also wirklich einen Wandel haben von der Aura, von der Form oder sonstiges? Oder denkt ihr, das Ganze ist nur ein bisschen in den Spoilern hype-mäßig geschrieben und das Ganze wird gar nicht so krass sein? Ich würde mich auf jeden Fall auf eure Meinung freuen und über einen Daumen nach oben auf diesem Video hier und denkt daran, weil mir das ein paar Leute geschrieben haben. Manche Videothemen sind natürlich ein bisschen gleich, weil momentan viele Spoiler rauskommen, weil momentan sehr viel über die gleichen Kämpfe geredet wird, nur mit anderen Aspekten. Deswegen, wie gesagt, ich möchte mit den Spoilern am Laufenden halten, deswegen nimmt das nicht irgendwie krumm von mir. Ich hoffe, das ist verständlich für euch. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bin damit raus. Haut rein.